Hallo ihr Lieben, ich bin der Marvin von Herbert Campervan und in diesem Video zeige ich euch, wie wir an unserem Sprinter 4x4 ein Bravo-Schnorchel anbauen, verbauen, montieren, wie ich das Ganze mache, wie das Ganze zusammengebaut wird, erfahrt ihr jetzt. Bei den Bravo-Schnorcheln habt ihr in jeder Verpackung immer eine passende Schablone für das Fahrzeug, wo ihr den Schnorchel verbauen wollt. Die habe ich mir jetzt hier mit Magneten einmal dran geheftet, befestigt. So kann man dann schön mit einem Edding die ganzen Löcher und die Ausschnitte, die man tätigen muss, markieren und hat somit eine schön vorgegebene Schnittlinie, wo man schneiden muss, wo man bohren muss und so weiter und so fort. Ich habe jetzt den Ausschnitt draußen und durch den Innenkotflügel gemacht, habe mir vorher überall ein paar Löcher gebohrt, damit ich mit dieser Druckluftsäge, Karosseriesäge auch genannt, besser rankomme und eine gute Führung habe. Jetzt haben wir die Einnietmuttern, eine Einnietmutternzange, die sind dabei, die kommen jetzt hier rein, eins hier oben, damit wird der Schnorchel dran geschraubt. Ich werde jetzt gleich noch zusätzlich hier so ein Kantenschutzgummi innen und außen drüber machen. Ja. Ist einfach schöner und ist noch ein bisschen geschützt. So Leute, wie ihr seht, ich habe jetzt den Kantenschutzgummi noch überall dran gemacht. Innen auch, sieht einfach, finde ich, optisch viel, viel schöner aus. Du hast einen schönen, den schönen Durchgang. Es sieht einfach sauber aus, es sieht ordentlich aus. Jetzt werden wir das ganze Teil hier einmal verschrauben. Da, wo die Löcher sind, die Schrauben haben wir dafür da. Da müssen wir noch oben an der A-Säule die Befestigungslöcher machen. Das kann ich aber auch erst ermitteln, wenn wir das Ganze einmal Probe gesteckt haben. Ja, und dann sind wir fertig. Hier oben an die A-Säule noch den Halter dran gesetzt. Der ist ganz wichtig, damit der Schnorchel Stabilität kriegt. Das Ganze habe ich jetzt mit drei Langnieten einfach genietet. Ist ja für mich einfach die beste Variante, weil hält einfach dreimal besser. Dazu geliefert werden solche komischen Plast-Clips, wie man das nennen mag, die man in ein Loch reinsteckt, sind aber viereckig, also wer ein viereckiges Loch bohren kann und dass das richtig funktioniert und hält, ohne dass man die beim Reinschlagen mit dem Hammer oder Drücken zerbricht, weil es bloß Plaste, der kann sich gerne bei mir melden. Deswegen genietet, hält, jetzt setze ich das Ding endlich dran, dann ist hier draußen alles fertig und dann werden wir drinnen noch die Luftversorgung an den Luftfilterkasten anschließen und dann ist das Thema Schnorchel erledigt. Der Schnorchel sitzt jetzt draußen an Ort und Stelle. Ich habe das Ganze jetzt hier drinnen an die Luftansaugung angeschlossen. Ansaugschläuche, die sind alle dabei, die sind extra so passend, dass das alles hier ja einfach so hinhaut. Der Schnorchel kommt hier hinten in der Ecke aus dem Kotflügel raus. In der Mitte ist so ein Verbindungsstück noch drinne eingesetzt, alles mit Schlauchschellen festgezogen und geht halt dann hier ganz normal an den Luftfilterkasten. Ja, so wie es vorher auch war, nur vorher ging halt das Ganze hier unten rein, weil der sich ja von vorne die Luft saugt und jetzt halt von dort oben. Guten Tag. Erklärst du das jetzt? Erklärst du das? Also, das Ganze sieht jetzt so von außen aus. Bombenfest. Wir haben oben den Zyklonfilter wieder drauf gebaut. Den hatten wir noch da. Wir haben oben die Haube direkt in Wagenfarbe mitlackiert. Sieht einfach stimmig aus. Passt. Sieht gut aus. Das war's von meiner Seite für den Schnorcheleinbau. Ich hoffe, der ein oder andere konnte daraus irgendwie einen Tipp ziehen. Lasst ein Like da. Abo. Gerne auch einen Kommentar. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.